Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario 2, die Legende vom Eonentor. So, und irgendwie, wie viele Münzen haben wir? Genug. Das Ding lächelt mich an und ich befürchte irgendwie, dass wir jetzt einen Bosskampf machen müssen. Deshalb gibt's Herzen. So. Und, ja, die Brücke ist wieder heile, sehen wir. Was hast du mir zu sagen? Vielen Dank, endlich können wir abfahren. Es wird schon dunkel. Achtung, an alle Fahrgäste, einsteigen bitte. Wir wünschen eine angenehme Weiterfahrt nach Bad Glimmerich. Okay, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Es geht zum nächsten Sternjuwel. Du hast eine Mail. Okay. Nee, nicht Team, sondern Items. Wichtiger Items. Mail ist sie. Hallo. Marono. Hey Bomber, ich bin's Marono und ein Kumpel aus der Arena. Bei dir alles klar? Na, ich schätze, du kämpfst auch jetzt gegen diverse starke Gegner. Ich kämpfe immer noch in der zweiten Liga und ich denke, das wird auch so bleiben. Ist kein schlechtes Leben. War gut, dass du bei uns warst. Deine starken Kämpfe haben das alte Feuer in mir zum Lodern gebracht. Schätze, wir sehen uns bald mal wieder, vielleicht im Ring. Aber pass auf, bis zu diesem Tag werde ich noch viel stärker werden als damals. Sogar stärker als jetzt. Marono. Das ist ja süß, dass er mir schreibt. Der Zug fährt in Kürze ab. Okay, dann steigen wir ein. Also doch kein Bosskampf. Cool. Abfahrt! Naja, haben wir die Münzen jetzt umsonst ausgegeben. Egal. Dafür sind wir jetzt wieder voll geheilt. Juhu! Wir können weiterfahren. Sehr schön. Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Wir möchten uns für die Verzögerung entschuldigen. Wir befinden uns nun auf dem Weg zu unserem Zielbahnhof Bad Glimmerich. Ja, schön. Der Schrank ist leer. Ja, hier können wir uns hinlegen. Dann haben wir nochmal gerade hier so alles regeneriert. War jetzt irgendwie unnötig. Was auch immer. Ein Tag bricht an und wie ruhig und frisch dieser Morgen ist. Ja, finde ich auch. Oh. Das war jetzt aber ein fieser Grafikfehler. So, einmal speichern. So, wunderbar. Und dann gucken wir doch mal, was es denn hier so Feines gibt. Ist ja niemand hier. Das ist der Verkäufer. Den brauche ich nicht. Cool, sogar das Schild ist synchronisiert worden. Mit der Schrift. Sowas ist ja auch nicht so häufig, dass so statische Items irgendwie übersetzt werden. Was soll das? Wo seid ihr alle? Leute! Im Schrank befindet sich ein Kriminalroman. Ja, hier ist ja auch normalerweise der Detektiv. So. Gut, gucken wir hier weiter. Hier ist auch niemand. Hm. Das ist irgendwie merkwürdig. Die Bob-Up-Familie ist auch weg. Ach du Scheiße. Die Tür klemmt. Und wenn wir... Ja... Kommen wir so da rein? Die Tür klemmt immer noch. Wir haben ja gerade gesehen, dass diese Viecher da sind, die wir im letzten Part vertreiben mussten. Ein Personenwagen. Ach so. Ich glaube, mein Headset hat gerade kurz die Verbindung verloren. Falls ja, ich habe nur vorgelesen. So. Dann gehen wir noch mal ins Führerhäuschen. Beziehungsweise erstmal hier in die anderen. Oh. Und wir haben wieder eine Mail. Items. Wichtige Items. Da. Mail-Receiver. Big Omp. Ahoi Mario. Ahoi Mario. Das Leben auf der Insel ist echt nicht übel. Sonnenaufgang, Aufstehen, Sonnenuntergang, in die Koje. Dieses simple Leben gefällt mir ziemlich gut. Manchmal kommt Corsario vorbei und faselt irgendwas. Wir leben wie die Wilden. Das ist unzivilisiert und so ein Zeug. Aber abgesehen von diesen Störungen ist das Leben auf der Insel wunderbar. Und du? Immer noch auf der Suche nach dem großen Abenteuer? Passt irgendwie zu dir, Captain. Also versohl die bösen Jungs kräftig und befreie deine Prinzessin. Big Omp. Ja, ist ja nett, dass die mir alle schreiben.
hätte man nur irgendwie anders verteilen können, weil es müssen ja nicht alle gleichzeitig schreiben. Okay, hier haben wir auch nichts. Oh, ich bin ein bisschen müde. Hier ist auch niemand drin. Mensch, Mensch, Mensch. Ey, ich will da rein. So. Ist hier noch irgendwer zu Hause? Nö. Dafür haben wir nochmal Grafikfehler gehabt. Da ist auch niemand. Mein Gott. Wir können auch nicht alle beim Kapitän rumrennen. Die Tür muss während der Fahrt geschlossen bleiben. Ach so. Speichern. Wer weiß, was jetzt passiert. Hallo, Lokführer. Guten Morgen, Mario. Ist heute nicht ein besonders ruhiger Tag? Was? An den Scheiben klebt Dreck? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Das sind doch die Wesen, die gestern in dem Bahnhofskeller waren. Die müssen sich wohl mit Zug gehängt haben. Machen. Zuerst müssen wir prüfen, wie es den Fahrgästen geht. Halt die Stellung. Mario, kannst du noch den Fahrgästen nehmen? Der Führerstand des Zuges hier gibt Säbel und Schalter in allen Größen. Achso. Ja, ich kann natürlich nach den Fahrgästen sehen, nur ist keiner da. Quasi genau in die falsche Richtung gearbeitet. So. Niemand zu Hause. Da ist auch niemand zu Hause. Interessant ist, dass das so viele sind, dass wir die aus jedem Fenster des Zuges sehen. Die müssen mich echt hassen, die Viecher. Ich glaube, so eine coole Fahrt mit so viel Aufregung nach Bad Glimmerich gab es noch nie. Ja, dabei ist es helllichter Tag. Der Postbote hat mich nur heute Nacht nach 5 Stunden Schlaf aus dem Bett geschmissen. Das fand ich nicht so nett. Immerhin ist es ein Paket losgeworden. Ich hatte mir neue Blu-Rays bestellt. Ja. Contagion und The Day After Tomorrow. Bin mal gespannt. Day After Tomorrow kannte ich schon. Würde ich aber gerne mir demnächst nochmal angucken. Contagion soll sehr gut sein, habe ich selber noch nicht gesehen. Hier ist natürlich auch immer noch nichts. So, letzte Kabine. Einfach nur, damit wir es gemacht haben. So, hier ist auch nichts, okay. Und vielleicht kommen wir jetzt hier rein. Aha! Oh. Sie sind sogar in den Zug eingedrungen. Verjagen wir sie. Weg mit euch. Haut ab. Oh oh. Was passiert jetzt? Danke, Mario. Danke für deine Hilfe. Als wir schliefen, da kamen diese Dinger. Ich hatte solche Angst. Sie sind wohl durch die Fenster im Gepäckwagen eingedrungen. Sie haben noch viele, viele Fahrgäste in ihrer Gewalt. Und wir haben... Ja, da können wir ja jetzt hochspringen. So. Jetzt das da. Oh. Ups. Ja, blöd ist, man kann überhaupt nicht sehen, wo diese blöde... Ach so, okay. Nee, eigentlich ist das Quatsch. Hier waren wir ja schon, hier ist ja nichts. Wir müssen nur irgendwie da hochkommen. An diese blöde Leitung. Kannst du mal da hochgehen? Ah, danke. Es ist sehr schwer zu erkennen, wo genau diese Leitung ist. So.
Oh. Das sind viele. Ah. Jetzt geht ihr alle weg, ihr Penner. Haut ab. Ich kann euch hier nicht gebrauchen. Ja, schätzungsweise gibt das jetzt einen Bosskampf gegen diese Viecher. Haut ab. Wow. Kann Mario schon gar nicht mehr sehen. Gibt's hier nicht mal irgendeinen Boss von euch, der dann angreift? Ach so, da unten, das sind die, die an der Seite vom Zug leben. An die komme ich eh nicht ran. Okay. Ja. Viele. Sag ich dann nur. Frage ist, was oder wer steckt dahinter? Dann machen wir nochmal eine Wirbelattacke. Hier geht's ja gar nicht mehr vorwärts. Man hat auch irgendwie das Gefühl, dass hier zwar ein paar wegfliegen, aber es kommen immer mehr nach. Flu, flu! Oh. Oh. Das sieht jetzt aus wie... Nee. Oh. Eine Riesenkrake. Mit vielen Augen. Was sind das denn für Wesen? Mario, schau mal, da sind die anderen. Hilfe! Ah! Das Ding sieht ziemlich gemein aus. Flucht in diesem Kampf nicht möglich. Was haben wir? Aha. Wir sind nicht so leicht zu treffen. Erstmal einen Scanner, bitte. Üb. Gut. Das sind die Fluffies. Die kleinen Monster haben sich einfach zusammengetan. Maximal KP 50, Angriffskraft 5, Verteidigung 1. Sie greifen mit Tentakeln an. Erledige die Tentakel, dann sinkt die Verteidigung des Körpers auf 0. Dann kannst du dem Körper leicht Schaden zufügen. Aber nur so lange, bis ihm neue Tentakel gewachsen sind. Anscheinend erhöht sich die Angriffskraft, wenn die Fluffies ihre Form verändern. Aber anstatt hier zu diskutieren, sollten wir lieber die Wasserschiene befreien. Ja, gut, dann machen wir doch mal so einen Tentakel kaputt. So, Tentakel Nummer 1 im Eimer. In die Arsch. Oder so. Oh, oh! Ja, gut, das Timing für die Abwehrattacke ist nicht so einfach. Wir machen einen Kopfnuss auf den nächsten Tentakel. Und eine doppelte Kopfnuss sogar. Cool. Insignia? Nee. Und auf die letzte Tentakel. So, Tentakel sind schon mal weg. Das ist schon mal praktisch. Du kannst jetzt nicht mehr angreifen, das ist auch wunderbar. Kraftkuss, was kann der? Der Kraftkuss lässt Mario einmal öfter zuschlagen. Nee, das bringt gar nichts, weil wir gleich viel Angriffs haben. So, 6 Schaden. Und nochmal 6 Schaden hinterher. 1 und 2, bam. Oh, das ging ja schnell. Au. Warum bist du direkt dran? Das mag ich nicht. Nee, das ist echt gar nicht gut. Das kann man überhaupt nicht verteidigen. Das ist echt unmöglich. Aber ich habe eine andere Idee.
Wir nehmen den Kraftbus. Ja. A und B abwechseln. Okay. Okay, verstanden. Und wir machen erstmal ein Maxi-Beam. Auf alles natürlich. So. Ein bisschen Konzentration, bitte. Düpp, düpp. 2, 3, 4. Scheiße! Ja, gut. Das hat jetzt gar nichts gebracht, aber wir können das Ganze nochmal machen, weil wir haben ja einen Kraftbus. Diesmal dann richtig. Bin ich blöd. Scheiße. Na, immerhin sind die Tentakel im Eimer. Oh, das war jetzt aber echt eine sehr schwierige Geburt. Wir wechseln auf Barbara. Und Barbara macht einen Feuerzauber. Wir haben genug Blütenpunkte. Y, X, Y, Y, X. Das Vieh brennt nicht. Scheiße. Okay, wir machen einen Ultrasprung. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht. Ja, viel. 11. Geil. Und das Ding hat jetzt irgendwas Neues. Ach, du ahnst es nicht. Feuerzauber. X, Y, B, A, A. Komm. Verdammte Axt. Wir machen nochmal einen Maxi-Beben. Ich hoffe, das wirkt. Jetzt. Und wir machen mal richtig Schaden damit. Das wäre der Tauring wahrscheinlich klüger gewesen. Nein! Ich dachte, ich hätte schon gedrückt. Ach, verdammt. Ich bin einfach zu müde für den Scheiß. So. Wer singt denn da? Eine Suse-Duse hat das Publikum eingeschläfert. Was soll das denn? Schattenhieb. B. Der brennt immer noch nicht. So ein Dreck. Okay, wir machen jetzt nochmal einen Ultrasprung. Wenn der klappt, ist das Vieh im Eimer. Jawohl. Es hat geklappt. Optimal. Bam. 30 Sternpunkte. Wow. Aber trotzdem sind wir noch meilenweit vom Level Up entfernt. Flu, flu. Blöde Fluffies. Ganz schön scheiß Viecher. Vielen Dank. Wir hätten wir diese 3 Tage nur ohne dich überstanden. Wir sind so dankbar. Allen Gästen geht es gut. Das haben wir nur dir zu verdanken. Merci, Monsieur. Das wäre aus uns auch geworden ohne Fisch. Nein, ohne dich. Wusstet ihr eigentlich, dass er der berühmte Luigi ist? Also dann, wir kommen gleich in Bad Glimmerich an. Ihr solltet euch langsam zum Aussteigen fertig machen. Yo. Und da sind wir auch schon in Bad Glimmerich. Doch, was hier passiert, das, sehen wir erst im nächsten Part.
Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Der Zug wird in Kürze Bahnhof Bad Glimmerich erreichen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt im Glimmerliner. Endlich angekommen. Professor Gumbart sagte, wir sollten den Glimmerliner auf Glimmertempel aufsuchen. Also gehen wir. Ja, machen wir im nächsten Part. Ich speichere ab. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bis beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, keep gaming und ciao.